Was ist denn dein Secret Talent? Das ist für mich ein richtiges Secret Talent. Hi Vogue. Hallo Vogue, ich bin Stefanie Giesinger. Und ich bin Aminata Belli. Und heute schauen wir mal, wer wen besser kennt. Beziehungsweise, wie gut wir uns eigentlich kennen. Genau. Und wie gut ihr uns kennt, weil ihr könnt ja auch mitraten. Bin gespannt. Die erste Frage ist, wo wir uns überhaupt kennengelernt haben. Und das müssen wir jetzt aufschreiben. Auch das Jahr? Alles. Alles? Alles, was du weißt. Okay. Weil es kann ja sein, dass du es gar nicht weißt. Dann sehen wir uns in 30 Minuten nochmal. Ach so, ich weiß, was du aufschreibst und ich weiß, dass es falsch ist. Pass auf. Ich will immer abgucken, deswegen darf ich dich nicht ansehen. So, ich habe es aufgeschrieben, aber das ist falsch. Ich weiß, ich soll eine Antwort schreiben, aber ich weiß die Antwort nicht. Das ist eigentlich nur, was ich denke, was Steffi schreibt. Na? Steffi denkt Podcast Games. Ne, lol. Dein Ernst? Ich bin schockiert. Ich bin schockiert. Hä, wir kennen uns Ewigkeiten. 2014 MTV Style Show. Aminata hat moderiert, ich war Gästin. Echt? Ah! Ja, so. Sie wollte mich auflaufen lassen. Who's laughing now? Toll. Du hast so eine Style Show moderiert und ich war zu Besuch. Echt? Und ich weiß noch, ich war noch so ein richtiges Mäuschen, gerade GNTM gewonnen und du hast mich moderiert und ich war so, boah, ist die cool und du warst so cool angezogen. Oder stimmt es nicht? Hast du nicht mal eine MTV-Show moderiert? Du kannst dich nicht an mich erinnern. Sie kann sich nicht an mich erinnern. Doch, ich kann mich total daran erinnern. Und ich fand dich auch richtig cool da. Du kannst dich gar nicht mehr daran erinnern, du Assi. Also es kann schon gut sein, dass es so war und ich mich nicht erinnere. Oder es kann so sein, dass du es verwechselst. Ihr könnt ja jetzt entscheiden. Ich kann mich sogar an den Monat erinnern. Es war Fashion Week Monat. September 2014. Kam diese Frau in mein Leben. Aber das und sie ist erinnert toll. Sich Hä, daran. Das ist fast 10 Jahre her. Das ist 10 Jahre das her. Wir sind ja schon 2024. Wow, Leute. Okay, nächste Frage. Vielleicht kann ich da besser abschneiden. Weil das war jetzt schon peinlich für mich. Wer denkst du, hat mehr Angst vorm Telefonieren? Also so dieses spontane, man wird angerufen. Ah! Wer hat dieses Gefühl mehr? Aber so auch generell telefonieren. Also zum Beispiel, bevor man einen Arzt anruft oder eine Ärztin. So dieses, okay, was sage ich jetzt? Hallo, ich bin, so, okay. Du, denn ich hab das gar nicht. Ach so, du hast das gar nicht. So die Sorge vor dem Telefonieren? Ja. Du bist so entspannt, ne? Wenn es schlimm wird, kann ich ja auflegen einfach. Also. Also wirklich, wenn ich angerufen werde, vor allem so von Freundinnen, von denen man jetzt so ein paar Wochen oder Monate nichts gehört hat, dann bin ich so, ich weiß nicht, was da in mir hochkommt, aber es ist eine Angst. Und eine, ich kann die Situation gerade nicht kontrollieren, weißt du? Aber was da jetzt mal eine Frage, wenn du anrufst beim Arzt, ne? Oder du machst irgendwo einen Termin, wie sagst du Hallo? Weil ich sag immer, Hallo, schönen guten Tag. Und ich weiß nicht warum. Ich sag niemals woanders, Hallo, schönen guten Tag, wenn ich einen Raum betrete. Also du könntest ja auch nur deinen Vornamen sagen oder nur deinen Nachnamen oder gar nicht deinen Namen. Das habe ich nämlich auch schon überlegt. Wirkt das so, ich bin Stefanie Giesinger oder ist das so? Du bist ja Stefanie Giesinger, aber es ist so. Wer denkst du, verliert eher Dinge? Also sowas wie das Herz, mein Spaß, so Gegenstände. Es ist ganz klar Stefanie Giesinger. Ja. Weil. Sag es. Sag es einfach. Ich habe Steffi ein Geschenk gemacht und sie sitzt am gleichen Tag verloren. Nee, den Tag darauf. Ach echt? Ja, weil ich wollte nach Bali fliegen und Aminata hat mir ein richtig tolles Buch noch nach Hause gebracht am frühen Morgen, weil sie wusste, dass ich früh los musste. Mein Flug wurde dann aber gecancelt und dann musste ich auf einen anderen Flug umgebucht werden und dann bin ich über Singapur. Kapstadt. Kapstadt. Über Kapstadt? Quatsch. Cape Town ist nein, Kapstadt. Nein. Was laber ich denn? Kopenhagen. Ja, close. Ich bin über Kopenhagen geflogen und musste dort eine Nacht schlafen. Was? Und dann habe ich mich ins Bett gelegt und habe noch angefangen, in dem Buch zu blättern, weil es waren so Gedichte. Und ich war so, oh mein Gott, wie wunderschön. Und es wird mich die ganze Reise mit begleiten. Und ich habe es in diesem Hotelzimmer liegen lassen, weil ich am nächsten Tag um
um 6 Uhr los musste zum Flughafen, um dann nach Bali zu fliegen. Im Podcast hast du zu mir gesagt, du hast es in Singapur am Flughafen liegen gelassen. Nicht Singapur. Ich habe doch nicht Singapur gesagt. Habe ich Singapur gesagt? Habe ich Singapur gesagt? Guck mal, wie durcheinander sie ist. Whatever. Scheiß drauf. Also, ich habe es verloren. Aber generell bin ich es, denn ich habe in den letzten 3 Wochen meinen Lieblingsring, meine Kopfhörer, und zwar die teuren Kopfhörer, meine Uhr. Und heute Morgen ist mir auch aufgefallen, dass ich so einen richtig tollen Sweater, den ich in New York gekauft habe, auch irgendwo verloren habe. Zu meiner Verteidigung, ich reise so viel und ich bin in so vielen Hotelzimmern und ich lasse immer was in einem Hotelzimmer liegen. Und dann freuen sich die, danach kommen. Ist doch schön. Und meine Mom hat immer gesagt, wenn man etwas verliert und es jemand danach findet und es behält, dann hat die Person das eher gebraucht als du. Siehste. Und meine Kopfhörer verfolge ich heute noch auf meinem Handy bei dieser App, wo ist es oder wo ist mein. Und es bewegt sich durch Berlin. Das ist das Schlimmste. Geh mal da einfach hin. Geh mal da zu dieser Person und sag hi. Wir fahren da ja einfach hin. Das würde ich gerne machen. Da würde ich mitkommen. So eine Verfolgungsjagd. Die nächste Frage lautet, wer steht früher auf? Nee. Haminata. Ganz sicher. Machst du nicht manchmal so Miracle Mornings? Das ist Miracle Mornings? Miracle Mornings sind so ein Ding, wo Leute um 5 Uhr aufstehen, Yoga machen, meditieren, journalen. Du journalst doch auch und trinkst gern Matcha. Das mache ich. Und Anfang des Jahres war ich auch so, oh, ich stehe jeden Tag so früh, wie es nur geht, an und 2 Stunden nehme ich nur für mich und oh, es ist schön. Aber ganz ehrlich, das ist nicht die freaking Realität. Morgen zum Beispiel fängt Herrn Make-up um 8 Uhr morgens an, als ob ich um 5 Uhr aufstehe und fange irgendwie sowas, weißt du? Ja, deswegen, natürlich. Nee, ich stehe immer einfach so auf, dass ich weiß, ich schaff's unter die Dusche, ich schaff's Zähne zu putzen und wenn ich dann noch Zeit habe zu journalen, zu meditieren oder sonst was, dann ist es so ein on top. Weil ansonsten macht es mir auch zu viel Druck. Jetzt kommt die nächste Frage. Was ist das Lieblingsgetränk der anderen Person? Also ich bin da ja sehr offen. Jeder Hans und Franz weiß, was ich gerne trinke. Aber was trinkst du gerne? Oh. Ja, Matcha. Matcha, ja, Matcha. Ist es, ne? Coke Zero, Wasser. Ich muss sagen, ist nah dran. Also wenn ich was trinke, dann trinke ich Coke Zero oder Wasser. Aber es ist nicht mein Lieblingsgetränk. Aber ich wüsste selber nicht mal, was ich für mich da jetzt draufgeschrieben hätte. Das heißt, du hättest gar nicht die richtige Antwort schreiben können. Da, so nämlich. Nächste Frage. Wer ist extrovertierter? Okay. Phasenweise du, phasenweise ich, ja. Ja, und dann in Klammern zyklusabhängig. Ja. Ich bin gerade kurz vor meinem Eisprung, merkt man vielleicht, ich bin sehr aufgedreht. Heute ist ein guter Tag. Ich bin kurz vor meinen Tagen, deshalb ist ein nicht so guter Tag. Also hormonell. Aber in echt ist schon ein guter Tag. Aber zyklusweise bist du jetzt auf jeden Fall die Extrovertiertere. Ja. Ich dachte, du hast mal gesagt, du bist eher so manchmal introvertiert oder so. Bin ich. Ich habe auch eher das Gefühl, wenn ich mit meinen Freundinnen unterwegs bin, bin ich eher so, hopefully nobody sees me. Außer ich bin in so einer richtig guten Phase und denke mir so, oh my god, who is this hottie? Was ist das Secret Talent von mir und ich rate deins? Ja, ich bin gespannt, was du schreibst. Ich finde das voll schwer. Ich finde das du super hast direkt einfach. Eine Antwort. Ja. Telefonieren. Es ist ein Talent, wie gerade gesagt, und du kannst es. Also es ist dein Secret Talent. Das könnte sogar wirklich sein. Ich glaube, du kannst nachmachen. So eine Stimme nachmachen. What? Okay, wie? Also ich glaube, das ist jetzt die Chance okay. Für den nächsten großen Film oder so. Vielleicht gibt es da eine Kinderrolle. Okay. Kannst du mal zeigen, wie du die sprechen würdest? Vielen Dank, Aminata, an dieser Stelle. Ich fühle mich sehr wohl gerade dabei. Wie macht man eine Kinderstimme nach? Hallo Mama, ich möchte ein Eiscreme haben, aber das mit den leckeren Schokoladenstücken, bitte. Okay, es ist nicht dein Secret Talent. Es war gut, aber es war auch ein bisschen wie ein Kind einer Hexe oder so. Oder? Was ist denn dein Secret Talent? Ich glaube, ich habe keins. Deswegen habe ich auch die ganze Zeit so gedacht, so boah, ich wäre nicht gerne in deiner Situation. Aber ich weiß nicht, ob das noch so geht, weil ich hatte ein bisschen Botox in den Lippen von ein paar Monaten. Und deswegen, ich konnte die Unterlippe ganz schnell
Und nach vorne und nach unten bewegen. Warte. Das ist für mich ein richtiges Secret Talent. Aminata, was denkst du, wer kann eher von uns auf das Handy verzichten, so ein Digital Detox machen? Ja, was denkst du? Also ich weiß es. Denn ich habe den Podcast G-Spot gehört. Ich war da zu Gast und da war das Thema Social Media. Und deshalb weiß ich die Antwort auf die Frage. Diese Frau kann einfach in den Urlaub fliegen ohne Handy. Also sie hat sich ein Handy, also noch nicht mal ein Smartphone geholt, eine Prepaid-Karte reingesteckt und ist nach Panama geflogen. Kein Google Maps. Und Steffi meinte, dass sie das nicht so gut kann und so. Und deshalb, weil wir darüber gesprochen haben, weiß ich, dass ich das auf jeden Fall kann. Bei mir wird schon anfangen wie komme ich von zu Hause zum Flughafen? Ich brauche irgendeine, so ein Fahrding, weißt du, Uber, Freenow oder sonst irgendwas. Dann Flugtickets. Sie hat Flugtickets ausgedruckt. Fahrt mal in Urlaub und nimmt das Handy nicht mit, das ist geil. Weil du musst dann erstmal gucken, wie du die Sachen machst. Das ist super. Wessen Kleiderschrank ist voller? Ha. Moi. Ja. Ganz klar, vor allem heute. Ganz schlimm. Wieso vor allem heute? Vor allem heute. Mein Kleiderschrank ist echt sehr voll, vor allem wenn es nicht an den Kleiderbügeln hängt, sondern auf so einem Berg liegt. Das ist schon ein Berg, der wesentlich größer und schwerer ist als ich. Ich dachte, du hast mehr Sachen auf jeden Fall, weil du auch mehr geschickt bekommst, glaube ich, oder weil du mehr selber, glaube ich, auch mehr kaufst und so. Ich dachte aber, dass ich mehr Berge habe oder auch alte Sachen. Ich glaube, du hast mehr Sachen, aber ein bisschen besser, so eine, da kommt und geht auch mal was. Ich kann mich nicht trennen von Kleidung. Oh, echt? Das ist ein großes Problem für mich. Dann mache ich mal Flohmarkt oder so, dann geht's. Aber eigentlich habe ich viel zu viele Sachen. Ich brauche das nicht. Oder es passt auch manchmal nicht oder so. Und ich bin trotzdem so, du bleibst im Schrank, weil... Das könnte ja sein, dass du nochmal in mein Leben kommst. Ja, da bist du sortierter und sagst dann auch mal, nee, das ist last season. Ich werde das nicht mehr. Tschüss. So. Wer denkst du, ist lustiger von uns beiden? Ich finde, ich finde uns beide gleich lustig vom Lustigkeitslevel, muss ich sagen. Danke. Ich finde Aminata schon sehr lustig. Und ich glaube, ich habe mit keiner Gästin, das ist ein Fakt eigentlich, it's factual correct, dass ich mit Aminata sehr viel in meinem Podcast gelacht habe. Wir mussten sehr viele Lacher rausschneiden, weil es schon fast unangenehm war, wie viel wir gelacht haben. Aber das freut mich. Aber das ist ja auf Gegenseitigkeit beruht. Dankeschön. Aber kennst du das, dass manche Menschen einen so hochschaukeln, dann wird man doch lustiger? Ja, 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 ja. Das habe ich nur bei ganz wenigen. Das habe ich mit dir. Oh, ich freue mich. Das ist schön. Das ist süß. Nächste Frage. Wie viele Stunden hat der jeweils andere Bildschirmzeit? Ach so, du bist doch angeblich um 18 Uhr offline. Ja. Du denkst, dass ich 7 Stunden Bildschirmzeit habe? Okay. Oh, nein, lass ruhig. Du meintest, es ist super, super viel. So. Und wenn das nicht super, super viel ist, dann bin ich am Arsch. Ich habe bei dir jetzt 8 geschrieben. Okay, gut. Also 8 ist ein Arbeitstag. Hast du dein Handy dabei? Oh ja. Ich bin selber gespannt. Ha! Wir haben gleich viel. Ich habe 5 Stunden und 1 Minute. Du hast 5 Stunden und du hast damit 18% weniger als davor die Woche und ich 19% weniger als davor die Woche. Wir sind die ganze Zeit also gleich. Das ist doch immer gut. Du dachtest 7, ich dachte 8. Ist auf jeden Fall immer noch zu viel. Wir freuen uns über 5 Stunden. Das sollte eigentlich ein Zeichen sein. Das ist ja blöd, das kann ich dich ja fragen. Egal. Oh, was ist das? Bye, ist gut. Ich wollte fragen, hast du mich jetzt besser kennengelernt? Hast du mich besser kennengelernt? Willst du mit mir gehen? Oh, ich wollte eigentlich nö schreiben, weil ich habe dich nicht besser kennengelernt. Ich habe das Gefühl, kenne ich jetzt immer noch genauso gut. Aber ob ich mit dir gehen will? Ja. Oh, willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Dann gehen wir jetzt aus diesem wunderschönen Studio. Ihr habt uns jetzt vielleicht besser kennengelernt, aber es gibt noch mehr Leute, die man besser kennenlernen kann. Und es gibt noch weitere Videos davon. Da zum Beispiel. Also vielleicht kann man da jetzt klicken. Oder da, oder da, oder unten. Irgendwo. Danke fürs Zuschauen. Es hat super viel Spaß gemacht. Hoffentlich hat es euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bye.